Liebe Schwester, ich lade dich zu einer Meditation ein, um tief in deine Gebärmutter zu reisen, dich mit ihr zu verbinden und ihr Heilung und Kraft zu schenken. Und dazu kannst du es dir jetzt nochmal richtig bequem machen. Vielleicht pausierst du das Video noch einen Moment und schaust, dass du einen wirklich sicheren, gemütlichen Raum für dich kreierst. Du kannst dir Kerzen anzünden, dir eine Decke umlegen. Und sicherstellen, dass du dich jetzt wirklich wohl und geborgen fühlst. Du kannst selber entscheiden, ob du dich hinlegen möchtest oder aufrecht hinsetzen. Und wenn du deine Position eingenommen hast, dann beginn damit, dass du deinen Atem tiefer fließen lässt. Und wenn du deinen ganzen Körper einatmest, und mit dem Ausatmen stell dir vor, dass all deine Muskeln schmelzen, ganz weich, ganz warm werden. Jeder Atemzug aus wird zum Loslassen und jeder Atemzug ein bringt dich präsenter in deinen Körper, verbindet dich mit deinem Herzschlag und dem Rauschen deines Blutes durch deine Adern. Und jetzt sink mit dem nächsten Mal ausatmen in deine Gebärmutter. Und erlaub dir erstmal einfach nur zu beobachten und wahrzunehmen. Nicht zu werten, nicht zu urteilen. Sondern einfach nur präsent werden mit dem, was jetzt gerade ist. Vielleicht steigt jetzt ein Gefühl in dir auf. Ein Bild oder eine Farbe. Und erlaub diesen inneren Sinneseindrücken, sich vor deinem inneren Auge zu entfalten. Und lausche. Lausche der Nachricht, die deine Gebärmutter gerade für dich hat.
Jetzt spür den Boden unter dir. Spür die Erde unter dir. Und dann erlaub deiner Wurzel, sich ganz sanft zu öffnen. Und aus deiner Gebärmutter wächst eine starke Wurzel durch deine Yoni in die Erde hinein und verzweigt sich immer weiter in der Erde, verbindet sich mit dem kristallinen Netzwerk Mutter Erde. Und vielleicht spürst du ein Pulsieren, eine Wärme. Lass das zu, nimm das wahr, nimm das an. Und entspann dich in dieses Gefühl, ganz geborgen, ganz im Vertrauen, gehalten. Und jetzt stell dir vor, wie aus der Erde unter dir ganz viele feine, kleine Wurzeln aus Licht in deinen Körper eindringen und sich in deiner Gebärmutter verzweigen. Und stell dir diese kleinen Äderchen aus Licht vor, wie sie deine Gebärmutter umschließen. Die Wände deiner Gebärmutter stärken und dabei reinigen. Und auch um deine Eierstöcke herumwachsen und sie ganz sanft massieren mit diesem Licht. Und jetzt stell dir vor, wie tief aus dem Kern der Erde, aus dem Herzen der Erde, ein rotes, warmes, fließendes Licht aufsteigt und durch deine Wurzel und die Wurzeln der Mutter Erde in deine Gebärmutter hineinströmt, durch die vielen kleinen Äderchen. Und einen warmen Mantel aus rotem Licht um deine Gebärmutter herumlegt. Und in diesem Mantel aus Licht, da lösen sich alle Knoten, alle Schwere, alle Schatten, die sich in deiner Gebärmutter verfangen haben, die dort aufgesogen wurden, lösen sich jetzt in diesem roten Licht auf, werden transformiert. Und du darfst nochmal ganz tief einatmen in deinen Bauchraum. Und mit dem Ausatmen nochmal ganz bewusst alles abgeben, was sich hier aufgestaut hat, was du aufgesogen hast. Und dir vorstellen, wie es aus diesem wunderschönen Wurzelgeflecht in die Erde unter dir strömt. Und du gibst die Energie, die du nicht mehr brauchst, als Gabe an die Erde, als Geschenk an die Erde.
Und sie nimmt es an in Dankbarkeit. Und jetzt stell dir vor, wie deine Wurzeln unterirdisch auf Wasserquellen stoßen, wie Wasserblasen in der Erde. Und diese Wurzeln in das kühle Nass des Wassers eintauchen. Und sofort entsteht hier ein Sog, der dieses Wasser aufnimmt und hochzieht aus der Erde. Und das Wasser strömt jetzt in deinen Körper ein, in deine Gebärmutter und bildet dort einen Strudel. Und dieser Strudel, der bringt eine tiefe, tiefe Reinigung, ein tiefes Lösen von Emotionen, die sich festgesetzt haben, die nie richtig gefühlt werden durften. Von Erlebnissen, die abgespeichert wurden. Und stell dir diesen Strudel vor, der eine Bewegung bringt, ein Lösen, ein Fließen und dich verbindet mit deinem heiligen Wasser der Schöpfung, der Kreativität, der Inspiration. Und schließlich wird der Strudel etwas langsamer und langsamer. Und kommt schließlich zur Ruhe und wird zu einer klaren, klaren Wasseroberfläche, in die du hineinblicken kannst. Und diese Wasseroberfläche ist wie ein Spiegel. Blick in diesen Spiegel hinein und betrachte dich selber darin. Sie zeigt dir die Weiblichkeit und die Verbundenheit mit deinem Mondzyklus. Die Verbundenheit mit deinem Blut. Und die Verbundenheit mit einer tiefen inneren Weisheit. Jetzt wandere einmal mit deinem Bewusstsein hinauf in dein Solarplexus und stell dir vor, wie du dort eine Kerze erzündest und das warme, flackernde Licht der Kerze reflektiert sich in der glatten Wasseroberfläche deiner Gebärmutter. Und so breitet sich das Licht und die Wärme aus in deinem ganzen Bauchraum. Und schließlich auch in deinem ganzen Körper. Spür mal in dein Herz hinein.
Nimm deinen Herzschlag wahr. Und nimm einen tiefen Atemzug, der dein Herz nährt und öffnet. Und bring mit diesem Atemzug eine Entspannung in deine Brust, eine Weichheit, eine Sanftheit. Und jetzt nimm noch einen ganz tiefen, herzhaften Atemzug ein. Und sende mit dem Ausatmen diesen Windhauch der Leichtigkeit hinab in deine Gebärmutter. Und bring einen Luftstrom in deinen Schoßraum, der eine Leichtigkeit, ein Gefühl von Freude, und ein Gefühl von neuer Inspiration bringt. Du kannst dir gerne selber ein Lächeln schenken und mal eine Hand auf deinen Bauch, eine Hand auf dein Herzzentrum legen und dich noch einen Moment hier ganz bewusst verbinden. Und dir selber dafür danken, dass du dir die Zeit nimmst, um nach innen zu blicken. Und im Inneren Kraft zu schöpfen, im Inneren Geborgenheit zu finden. Und auch das loszulassen, was bereit ist zu gehen. Um dich für das zu öffnen, was bereit ist zu kommen. Und jetzt kannst du entweder leise in Gedanken oder laut die Affirmation aussprechen: Ich bin bereit zu empfangen. Ich bin bereit, die Geschenke und den Segen des Lebens zu empfangen. Ich bin bereit, die Liebe, die endlose Liebe des Universums zu empfangen. Du kannst auch noch eine eigene Affirmation leise oder laut aussprechen. Und dann sprich noch einmal: Ich bin auch bereit zu geben. Ich bin bereit, der Welt das zu geben, was ich in meinem Herzen trage. Und dann bring mal langsam in deine Finger und in deine Füße ein klein wenig Bewegung. Und schau mal, was dein Körper gerade braucht, um
wieder ganz zurück in deinen Raum zu kehren. Vielleicht magst du dich ein wenig ausstrecken. Vielleicht magst du deine Hände mal zusammenreiben und dir dann sanft übers Gesicht streichen. Und wenn du dich bereit fühlst, dann öffne deine Augen. Und dann schicke ich dir von Herzen meine Liebe und meine Wertschätzung für dich. Namaste. Danke, dass du heute hier warst. Deine Alena.